Toni ist 6. Er und seine Kumpel sind jetzt schon große Vorbilder für die ganz Kleinen. Schuhplatteln in höchster Vollendung ist ihr Ziel. Doch wieso kommt hier in Mittelfranken eigentlich alles so oberbayerisch daher? Also mal alles der Reihe nach. Bereits früh um 7:30 muss der Toni an diesem Sonntag aus den Federn. Zum Frühstück bei Familie Knaup, fränkische Küchler. Insofern geht ja noch alles mit rechten Dingen zu. Kniebundhosen und gestärktes Hemd, so langsam wird's aber immer oberbayerischer. Ich habe damals meins behalten. Das hat meine Mama gesagt, das behalten wir, weil wenn du einmal ein Mädchen hast, dann vielleicht kannst du anziehen, ja. Jetzt trägt die 8-jährige Jana Mamas Kinderdirndl und auch Toni gefällt die einst extra angefertigte Festtagstracht. Und Toni, wie fühlt sich das an? Gut. Noch ein kunstvoller Zopf und die Familie ist bereit für den Gottesdienst um 9. Anschließend beginnt das Trachtler- und Musikantentreffen unter der alten Kastanie auf dem Dorfplatz in Thalmannsfeld. Dass die Kinder bereits so früh wie möglich beim Trachtenverein mitmachen, hat hier Tradition. Auch Sabine Knaup hat schon mit 4 Jahren mitgetanzt. Aber jetzt kommt's. Diese Mittelfranken pflegen überhaupt nur und ausschließlich oberbayerisches Brauchtum. Die Geschichte begann vor fast 40 Jahren an einem feuchtfröhlichen Abend im Gesangsverein. Unzählige Male hat Gerd Wechsler davon erzählt bekommen. Damals behauptete ein zugezogener Lehrer aus Oberbayern, die Thalmannsfelder würden nicht Schuhplatteln können. Hat dann unseren Eltern gesagt, das könnt ihr Franken nicht. Die Franken haben dann gesagt, naja, ist kein Problem, wir fangen morgen an, dann lernst du uns das, das kennen wir genauso. Als sie dann am nächsten Früh aufgewacht sind und wieder wenig Bier in ihren Adern floss, ist ihnen dann eingefallen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist und haben dann uns Kinder hingeschickt und wir mussten dann oder durften dann das Schuhplatteln lernen. 1978 war der Trachtenverein geboren. Auch Vorstand Frank Küchler begann damals das Schuhplatteln zu lernen. Mit dabei Sabine Knaup. Mit Kindern, Hausbau und Beruf hat sie heute kaum noch Zeit für den Verein. Jetzt ist die nächste Generation am Start. Die kann sich kaum vorstellen, wie die oberbayerischen Mittelfranken anfangs aus der Rolle fielen. Da waren wir eigentlich immer die Exoten, die dann mit dem Schuhplatteln einfach meistens Stimmung reinbracht haben und das ganz, ja, unkompliziert einfach rüberbracht haben, die ganze Geschichte. Ja. Ihre Kleider haben sie sich nach dem Vorbild der Miesbacher Tracht genäht, die Farben selbst ausgewählt. Rot-Schwarz für verheiratete Frauen, Blau-Weiß für die Mädchen. Die Männer in Lederhosen. Von den rund 320 Einwohnern sind über 170 im Trachtenverein. Das motiviert. Als Botschafter Bayerns waren die Thalmannsfelder Trachtler schon in Japan und auf Bali. Und wenn's drauf ankommt, helfen alle mit. Weil das so eine Tradition ist, weil die ganze Familie ist da schon. Ja, eigentlich dieser Gruppenzusammenhalt, weil wir machen auch einen Ausflug immer in der Sommerpause und einfach das Zusammensein ist eigentlich am schönsten. Eingeheiratet. Ich komme aus Weizenhofen und bin jetzt auf Thalmannsfeld gezogen quasi. Und mein Mann ist da im Vorstand und ich tanze auch recht gerne und deswegen bin ich jetzt mit dabei. Von
Von den Gründungsmitgliedern sind viele mit ihren Familien im Dorf geblieben. Und eines haben sie bewiesen: Die Thalmannsfelder Burschen können sehr wohl Schuhplatteln. Und nicht nur der Toni weiß, dass das richtig Spaß macht. Dirndl, Gamsbart und Lederhosen sorgen eben für Stimmung. Wer braucht denn da noch das Oktoberfest?